Hey Leute, ob Überlebenskampf à la Hunger Games, Nacktdating oder die Besiedlung des Planeten Mars. Wenn es um Einschaltquoten geht, ist Fernsehmachen offenbar nichts zu blöd. Wir stellen euch 10 der ersten TV-Shows und deren Geschichte vor. Viel Spaß beim Video. Beginnen wir mit der Sendung Penitence Complete aus dem Jahr 2009. Was sich wie ein Witz anhört, war tatsächlich als Reality-Show geplant. Ein Imam, ein Rabbi, ein Priester und ein Mönch versuchen jede Woche jeweils 10 Atheisten zu ihrem Glauben zu bekehren. Das türkische Kalifat war von der Idee jedoch nicht besonders angetan und verbannte die Show aus dem Programm, noch bevor sie nur einmal auf Sendung ging. Eine weitere verrückte Show ist Sunsunu Depan Söhen aus dem Jahr 1998. Im japanischen TV ist ja allerhand möglich und so mussten die Show Sunsunu Depan Söhen die Teilnehmer auch allerhand über sich ergehen lassen. Sie wurden unter anderem dazu gezwungen, alleine und nackt in einem Apartment zu wohnen, lediglich von Gewinnspielerlösen zu leben oder in einem Raum gesperrt, in dem es nur einen Fernseher gab, in dem Spiele ihrer Lieblingsmannschaften liefen. Wenn ihr Team gewann, gab es was zum Essen. Wenn es verlor, dann Pech gehabt, dann gab's halt nix. Der pure Wahnsinn also. Auf dem 8. Platz landet die Serie Gaki no Tsukai, welche vom Jahr 1989 bis jetzt lief. Dass sich dieses Format schon so lange im TV hält, ist in Anbetracht seiner Absurdität wirklich krass bedenklich. Wenn du in dieser japanischen Gameshow etwas falsch beantwortest, kann es schon passieren, dass das Gesicht eines Mannes gegen deinen Po oder deine Genitalien gepresst wird. Sehr skurril, nein danke. Falls dir das Video bis hierhin gefällt, würden wir uns schon jetzt über ein Like und ein Abo freuen. Vielen Dank! Platz 7 geht an die Sendung Koh-Lanta, welche von 2001 bis jetzt lief. In diesen Dschungelcamps geht es besonders hart zu. Im März 2013 starb ein Kandidat bei einem der Wettbewerbe. Im selben Jahr erlitt ein weiterer Teilnehmer einen Herzstillstand beim Tauziehen. Der Teammediziner hielt es nach eigenen Aussagen nicht für möglich, seinen Ruf wiederherzustellen und beging daraufhin Selbstmord, woraufhin die Produktion der Show ins Visier der Kritik geriet und die Dreharbeiten für die 16. Staffel schließlich eingestellt wurden. Auch wenn es danach wieder in eine neue Runde ging. Den 6. Platz hat sich die Show Man vs. Beast aus dem Jahr 2003 geschnappt. Tatsächlich kam man irgendwann mal auf die Idee, Menschen gegen Tiere in diversen Challenges gegeneinander antreten zu lassen. Und das Ganze im TV natürlich. Es war auf jeden Fall ziemlich wild, sagen wir so viel. Unser 5. Platz der verrücktesten Shows geht an die Serie The Swan aus dem Jahr 2004. Obwohl dieses Format von vielen Ländern fürs eigene Fernsehen adaptiert wurde, war die Message der Makeover-Show The Swan in vielerlei Hinsicht bedenklich. Hier wurden im Rahmen von unzähligen schmerzhaften Beauty-OPs aus sogenannten hässlichen Entlein schöne Schwäne gemacht. Respektiv waren es einfach nur Botox-manipulierte Püppchen ohne jeglichen Wiedererkennungswert. All My Baby's Mamas aus dem Jahr 2013 konnte sich den 4. Platz sichern. Rapper Shawty Low hat über die Jahre 11 Kinder von 10 verschiedenen Frauen bekommen. Die Show All My Baby Mamas wagte das Experiment, sie alle unter einem Dach wohnen zu lassen und zu beobachten, was passiert. Zum Leidwesen der Amerikaner, muss man sagen. Der 3. Platz der verrücktesten Show heißt Dating Naked aus dem Jahre 2014. Würdet ihr nackt zu eurem ersten Date gehen? Wahrscheinlich nicht. Die Leute aus dem TV-Experiment namens Dating Naked schon. Hier wird gezeigt, wie Menschen beim Kennenlernen aufeinander reagieren, wenn sie nichts anhaben. Und das ausgerechnet im prüden Amerika. Mit Adam sucht Eva, gestrandet im Paradies, versucht RTL mit einem ähnlichen Nacktkonzept die Quoten anzukurbeln. Auf dem 2. Platz landet Utopia aus dem Jahr 2015. Auf Sat.1 startete im Frühjahr 2015 die von Big Brother Erfinder John DeMol produzierte TV-Show Utopia, welche wie die Real-Life-Version der berüchtigten Hunger Games wirken. Eine Handvoll Menschen wird unter rudimentären Verhältnissen ausgesetzt und muss ums Überleben kämpfen. Abgeschlachtet wird zum Glück niemand. Dennoch handelt es sich bei Utopia um ein umstrittenes Psycho-Experiment. Der 1. Platz der verrücktesten Shows geht an die Mars One, welche circa im Jahr 2024 erscheinen soll. Mars One ist eine private Stiftung, deren Ziel es ist, bis zum Jahr 2025 Menschen auf dem Mars landen zu lassen, die dort eine dauerhaft bewohnbare Siedlung errichten sollen. Bis 2015 wurden für diesen Zweck eine Gruppe von 40 Astronauten rekrutiert. Das teure Projekt soll als größtes Medienereignis der Weltgeschichte per Reality-TV-Show vermarktet und finanziert werden. Das war natürlich nur eine Auswahl. Was ist eurer Meinung nach die verrückteste, außergewöhnlichste oder unnötigste TV-Show aller Zeit? Schreibt's uns gerne in die Kommentare. Das war's auch wieder mit dem heutigen Video. Eure Jungs von Tägliches Wissen.